Insider ahnten schon lange, dass Geheimdienste wie die NSA die globalen Datenverbindungen überwachen. Doch über das Ausmaß der Snowden-Enthüllungen sind selbst Experten vom Chaos Computer Club überrascht. Ich denke, das Thema Snowden und die Veröffentlichung sind ganz zentral dieses Jahr. Einmal die technisch zu analysieren, aber zum anderen auch die Gegenmaßnahmen zu entwickeln. Denn politisch haben wir nicht viel Hilfe zu erwarten, so müssen wir uns wohl erstmal technisch helfen. Das Problem, bisher gibt es für den normalen Verbraucher nicht viele Möglichkeiten, sich zu schützen. Krypto-Handys, die Nachrichten verschlüsseln, kosten bisher mehrere tausend Euro. Und die Systeme der verschiedenen Anbieter sind nicht immer kompatibel. Noch größer sind Gefahren, sobald man sich ins Netz begibt. Der normale Internetnutzer muss davon ausgehen, dass alle seine Tätigkeiten im Internet, seine Bewegungen, seine Kommunikation, einfach alles, was er tut, und nicht nur auch im Internet, sondern auch was er am Handy tut, was er irgendwie in einem System tut, das irgendwo elektronisch erfasst werden kann, von der NSA, dem GHCQ und anderen Geheimdiensten mitprotokolliert wird. Per Video wurde die Rede des Enthüllungsjournalisten Glenn Greenwald aus Brasilien zugeschaltet. Durch seine Zusammenarbeit mit Edward Snowden sei vielen klar geworden, wie wichtig der Schutz der privaten Kommunikation sei, erzählt Greenwald. Darüber, wie sich die Gesellschaft gegen Spähattacken schützen kann, wird am Sonntag WikiLeaks-Gründer Julian Assange von London aus sprechen.